Hallo, herzlich willkommen bei The Nosy Rosy am Montag. Ja, ich habe ja Urlaub gehabt und deswegen habe ich das letzte Thema verpasst. Und weil ich das letzte Thema so gut fand, wollte ich dann doch noch einen Beitrag dazu machen. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, was das letzte Thema war. Es ging um Homosexualität in verschiedenen Ländern, wie die akzeptiert ist und wie das eben halt da ist und so. Und mich hat es sehr interessiert, wie das so in Amerika ist. Weil man sagt ja immer, ach, die Amerikaner, die sind ja alle so konservativ und so. Und ja, da habe ich mir ein Gebiet ausgesucht in Amerika, wo man wirklich auch immer meint, uiuiui, das ist ganz schön schwierig da drüben. Und das ist der erzkonservative Staat Texas. It was called the Manhattan Project. A scientist found a way to split the goddamn atom. Ja, Texas. Ich habe eine Brieffreundin in Texas und die kommt mir so ganz und gar nicht konservativ rüber, aber man kann ja auch nicht von einem auf alle schließen. Das sollte ja langsam bekannt sein. Naja, auf jeden Fall habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, wie das Ganze so in Amerika und besonders eben in Texas aussieht. Und da habe ich mir mal ein paar Notizen aufgeschrieben. Und zwar, also dass Homosexuelle nicht gleich vor dem Gesetz sind, das ist einfach mit der amerikanischen Verfassung nicht vereinbar. Weil nur schon der Satz, we are one nation under God, also wir sind eine Nation unter Gott, sollte eigentlich bedeuten, dass alle Menschen, die in den Vereinigten Staaten leben, genau gleich sind. Auf jeden Fall war das lange nicht der Fall gewesen und ist auch heute noch nicht. Ist ja auch nicht nur hier in Deutschland, ist es ja auch nicht so. Wir haben nicht die kompletten gleichen Rechte wie heterosexuelle Menschen. Warum auch immer, irgendwie. Ja, irgendwie ist das immer noch so. Warum das genauso ist, hat wohl viel damit zu tun, dass. Ja, dass immer noch andere Leute, die anders sind, dafür irgendwie bestraft werden oder außen vor gelassen werden. Und was nicht ganz, sagen wir mal, der Masse entspricht, ist immer ein bisschen komisch und passt nicht ins Normale. Und was nicht normal ist, das wird immer erstmal ein bisschen sehr kritisch beäugt. Also bis ins 21. Jahrhundert waren homosexuelle Aktivitäten, sagen wir es mal so, strafbar gewesen. Das ist also nicht überall akzeptiert worden. Der Grund dafür ist auch, dass die Religion in Amerika einen ziemlich hohen Stellenwert hat, auch heute noch. Also im Gegensatz zu Europa oder besonders auch vielleicht Deutschland, hat die da noch einen sehr hohen Stellenwert. Man merkt das nur schon immer an den ganzen Reden im Fernsehen, bless God, bla, we are one nation under God, 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 God bless und so weiter und so fort. Ja, und was war denn strafbar? Also besonders, also ich kann nicht von den ganzen Staaten reden, von den USA, das war nur in bestimmten Staaten gewesen. Aber doch noch sehr viele, also bis ins 21. Jahrhundert, was wir eigentlich momentan haben, waren besonders Kansas, Oklahoma, Missouri, Texas, da noch etwas rückständig. Und die hatten nämlich auch ein Verbot, das hieß, ich glaube, das Sodomie-Gesetz. Sodomie bezeichnet den Oralsex und den Analsex. Und naja, eben bei den Homosexuellen ist beides ja nicht so ganz ausschließbar. Also das ist halt die sexuelle Praktik, die
manche, viele oder ja, ausgeübt wird halt. Und deswegen hat man eigentlich gleichzeitig damit ja, die homosexuelle Liebe diskriminiert und bestraft. Es war also üblich gewesen, dass zum Beispiel homosexuelle Männer in die Falle gelockt worden sind, dass sie von irgendjemandem eben so ein bisschen verführt worden sind und ja, auf die Toiletten in den Diskotheken dann gegangen sind mit diesem, ja, wie sagt man dazu, Lockvögeln, und dann nachher von der Polizei sind die dann ja, da festgenommen worden und ja, also konnten auch ins Gefängnis kommen dann deswegen, weil das war ja eben, egal ob jetzt homosexuell oder heterosexuell, es war strafbar gewesen, aber natürlich hatte man dann auch die Homosexuellen ein besonders empfindliches Auge gelegt. Und dieses Sodomie-Gesetz wurde dann aber mal abgeschafft, weil es gab mal einen Vorfall, da hat ein Vermieter, der sehr homophob war, hat die Polizei gerufen, weil ein Mieter von ihm Sex mit einem Mann in der Wohnung hatte, also nicht in der Wohnung von dem Vermieter, sondern in der ganz eigenen Wohnung abgeschlossen, alles. Und dann hat er die Polizei gerufen unter dem Vorwand, dass er mit einer Pistole bedroht worden wäre und dass da also ziemlich kriminelle Tätigkeiten im Gang waren und dass unbedingt die Polizei kommen muss. Schlussendlich haben die dann die Wohnung gestürmt und haben die da im Flagranti erwischt und ja, die konnten dann auch festgenommen werden. Aber dieser Fall, also der Mann hat dann geklagt gegen den Mieter und dadurch ist das Ganze so ein bisschen ins Rollen gekommen, dass es schon sehr absurd ist, dass man noch nicht mal mehr Sex in seiner eigenen Wohnung haben darf und ja, auf jeden Fall ist dieses Gesetz komplett aufgelöst worden. Ja, und 2003 gab es auch eine Umfrage in den USA, wie ist die Akzeptanz Homosexueller? Und 42% der Amerikaner haben dort gesagt, nein, Homosexualität sollte nicht akzeptiert werden. Also die sollten nicht gleich vor dem Gesetz sein. Und oder auch, dass Homosexualität gar nicht geduldet wird. 51% der Amerikaner haben aber gesagt, ja, die sollten genau gleich vor dem Gesetz respektiert werden wie Heterosexuelle. Und naja, das ist ja schon mal sehr gut, dass die Mehrheit so dazu steht. Ah ja, und was ich auch noch interessant fand, nordamerikanische Indianerstämme, bei denen war das schon immer so gewesen, dass, also nicht bei allen, aber bei einigen, dass man nicht nur zwei Geschlechter hatte, also männlich und weiblich, sondern drei Geschlechter. Das bedeutet dann eben, dass zum Beispiel Homosexualität als praktisch ein drittes Geschlecht ausgelebt werden durfte und auch akzeptiert worden ist. Jo. Was auch noch interessant ist, Texas hat eine in Houston, also ja, in Houston gibt es, das ist die viertgrößte Stadt in Amerika, die hat eine lesbische Bürgermeisterin. Wer hätte das gedacht? Und die hat zwei Kinder adoptiert und lebt auch mit ihrer Partnerin zusammen und hat nie ein Geheimnis aus ihrer Homosexualität gemacht. Ist also möglich in Houston. Hätte ich ja ehrlich gesagt nicht gedacht, weil man hört halt immer so, dass ja, in Texas erzkonservativ ist. Ich glaube, das liegt daran, dass es da immer noch sehr, vielleicht, ja, dass es eben wieder auch extreme Kreise gibt in Texas, die diesen Ruf eben verbreiten. Also extreme anti-homosexuelle Kreise gibt, die ja, die halt eben dieses Bild in die Welt setzen. Ja.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass in Texas alles wunderbar ist und so und dass das alles nur Quatsch ist, dass da dass Homosexuelle da überhaupt nicht diskriminiert werden. Das ist nicht der Fall. Aber mich hat es eher überrascht, dass es doch noch sehr, dass es doch eher offener ist, als ich gedacht habe. Dann gleichgeschlechtliche Ehe. Huch, oh Gott, fällt mir meine Notiz. Da ist verboten. Ich entschuldige mich schnell. Ist verboten in Texas. Also wir kriegen keine. Huch, also jetzt fällt mir gleich hier alles um. Ist verboten in Amerika. Nicht in Amerika, sondern in Texas. Die kriegen also keine staatlichen Zuschüsse bei ihrer Hochzeit. Also können nicht in der Kirche heiraten und so. Also, ja. Und dann wollte ich noch sagen, es wird aber nicht einfach so hingenommen, sondern es gibt regelmäßig Proteste in Amerika. Zum Beispiel waren letztens in Houston am Valentinstag ist ein schwules Pärchen zum Standesamt gegangen und wollte sich da trauen lassen. Die Antwort kannten sie natürlich, dass das nicht möglich ist und dass das nicht gemacht wird. Aber naja, auf jeden Fall war groß Presse dabei und Demonstranten, die einfach darauf aufmerksam machen wollten, dass das eben überhaupt nicht, ja, dass man da komplett hoffnungslos ist, dass man heiraten darf. Also man darf eben ja nicht heiraten. Ne? Ja, und dann gab es ja auch noch in letzter Zeit diese Kampagne It Gets Better. Das haben wir auch vorgestellt. Das ist diese Kampagne, die ausgelöst worden ist durch einen texanischen Politiker, der sich Joel Burns nennt und der auch ein schwuler Politiker ist. Und der mal, dem das sehr getroffen hat, dass in dieser Zeit sehr viele junge Leute sich umgebracht haben aufgrund ihrer Homosexualität, also nicht unbedingt deswegen, sondern weil sie eben so gemobbt worden sind deswegen oder fertig gemacht worden sind, Drohungen gekriegt haben, also ihnen ist einfach das Leben so schwer gemacht worden, dass sie scheint nicht mehr die Kraft hatten oder nicht mehr ja, weiterleben wollten. Das hat ihn und andere natürlich auch sehr getroffen. Und deswegen hat er öffentlich darauf aufmerksam gemacht und sich an diese Jugendlichen gewandt und wollte ihnen Mut machen mit dem Satz eben It gets better, was so viel bedeutet eben wie, ja, wenn ihr älter werdet, dann wird das besser, weil ihr dann nicht mehr gezwungen seid, in die Schule zu gehen, gezwungen seid, mit Leuten zusammen zu sein, mit denen ihr vielleicht gar nicht zusammen sein wollt. Und ja, dass man manchmal erstmal ein bisschen durchhalten muss und dass man sich ja nicht aufgrund seiner Homosexualität, dass man da keinen Ausweg mehr sieht. Ja, und das ist jetzt so, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe eine Brieffreundin in Texas und ich habe mit ihr auch schon mehrmals über das ganze Thema so geredet, wie das eben halt so ist. Es interessiert mich immer sehr, wie das so in anderen Ländern ist und ja. Und deswegen werde ich jetzt mal versuchen, sie dazu anzuspornen, mal ein Video zu machen, wie sie das Ganze sieht, was sie für Erfahrungen gemacht hat und so. Und dann hoffe ich mal, dass ich das demnächst dann mal senden kann. Ja, und eigentlich wäre es das schon für heute gewesen. Das ist natürlich nur ein sehr grober Überblick, aber das würde sonst das Ganze sprengen. Ja, das wäre es für heute gewesen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns. Ha! Morgen schon wieder. Wer hätte das gedacht? Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf euch und macht es gut, macht euch einen schönen Abend und ja, wir sehen uns. Tschüss!